von da gerade gekommen sind, das war der Universitätszentralbereich, dort, wo alle Studenten morgens immer hergependelt kommen. Und ja, kurz mal zu uns, wir sind von Campus TV und möchten euch heute so die wichtigsten Sehenswürdigkeiten auf diesem Universitätscampus zeigen. Wo wir uns hier gerade befinden, das ist die Glashalle und hier befinden sich auch sehr wichtige Bereiche, wie zum Beispiel einmal auf der linken Seite das BAföG-Meldeamt oder auch hier zu meiner rechten Seite geht es zum GW2-Gebäude, was auch, glaube ich, in eurer Uni-Zeit ein wichtiges Gebäude sein könnte. Und gleich gehen wir die Treppe hoch zum großen Universitätsboulevard. Daraus befinden wir uns jetzt auf dem Universitätsboulevard. Wir werden heute hier einen kleinen Rundgang machen und fangen gleich mal von mir, meiner Seite aus gesehen, auf der linken Seite bei der Mensa an. Wir befinden uns hier bei der Mensa, wo täglich eigentlich von montags bis freitags ihre Studenten sowohl vegan, vegetarisch als auch mit Fleisch ihre Gerichte essen können. Gleich nebenan ist auch gleich das Café Central, was ein bisschen länger auf hat und wo man sich schön entspannt noch einen Kaffee holen kann. So, wir gehen jetzt weiter und ich würde euch gleich einmal zur linken Seite einmal die Sparkasse zeigen. Es ist leider die einzige Bank hier, wo man Geld abheben kann, aber viele, wie man sieht, viele Studenten nutzen die Gelegenheit natürlich auch. Vielleicht noch ein paar weitere Infos. Wenn ihr hier auf jeden Fall essen wollt, würde ich euch empfehlen, in der O-Woche auch gleich früh rechtzeitig zu kommen, auf jeden Fall, um halt sich eine Mensa-Karte zu holen, mit der ihr dann euer Essen später bezahlen könnt. Weiterhin sind hier auch nebenan gleich viele Pfeiler, wo ihr auch viele Poster zu irgendwelchen Veranstaltungen findet. Sei es Party, sei es zu irgendwelchen anderen Vorstellungen von etwas oder sonstiges. Zu meiner rechten Seite würde sich hier gleich auch noch das zentrale Prüfungsamt befinden, was später für eure Prüfungsanmeldung wichtig sein könnte. Weiter geradeaus werdet ihr auch gleich sehen, kommen wir wieder zur Glashalle und weiter geradeaus auch noch zum großen Vorlesungssaal, die auch meistens als Keksdose bezeichnet wird. Wie bereits erwähnt, befindet sich hier das zentrale Prüfungsamt. Hier geht es wirklich nur um eure Prüfungen. Bitte schaut hierbei auch immer rechtzeitig auf der Uni-Webseite nach, wann überhaupt die Prüfungsanmeldungen in welchem Zeitraum sind. Ganz wichtig ist hierbei auch noch die Internetseite PABO. Darüber erfahrt ihr auch in der ersten Woche auf jeden Fall noch etwas. Und hier geht es wirklich spezifisch darum, um eure eigene Prüfungsanmeldungen, die ihr für euer Fach belegen müsst. Hier befindet sich auch übrigens gleich die Glashalle, von wo wir unsere Tour aus gestartet haben. Befindet sich die Staats- und Universitätsbibliothek. Hier können sich die Studenten auf jeden Fall zuallererst ihre Bibliothekskarte holen und hier kommen auch dann im Nachhinein auch viele Studenten, andere Menschen hin zum Studieren, Recherchieren und Lesen. So, wir gehen jetzt weiter an dem Boulevard entlang und als kleine Randinfo, hier das rote Gebäude gleich ist das Studierhaus, wo auch ein oder andere Veranstaltung vielleicht eventuell bei euch auch sein könnten.
weiter geradeaus. Ist auch, wie gesagt, gleich wieder das GW2-Gebäude, was anfangs ein wenig verwirrend sein könnte. Kleine Warnung an euch. Und auch gleich unten ist auch noch mal ein Eingang zum GW2-Café, wo ihr auch einen netten Kaffee trinken könnt, euch mit euren Freunden treffen könnt oder auch die eine oder andere kleine Leckerei noch verspeisen könntet. Hier ist der Eingang zur Cafeteria und zum GW2. Und wie bereits erwähnt, am Ende des Boulevards ist hier der große Vorlesungssaal und der kleine Vorlesungssaal. Und gesamt wird das Gebäude auch manchmal die Keksdose genannt, weil die anscheinend von oben den Eindruck so hat, als wäre es eine Keksdose. Und gleich noch da hinten runter gibt es eine Treppe und die führt noch zum SFG-Gebäude, was vielleicht auch später wichtig sein könnte. Hier befinden wir uns beim Eingang des SFG-Gebäudes, wo auch sehr viele Seminarräume sind und wo ihr sicherlich auch die ein oder andere Veranstaltung haben werdet.